Ich glaube, was moderne Kunden heute suchen, sind sicher Stabilität, Sicherheit, eine gewisse Rechtssicherheit, eine moderne, innovative Ausrichtung. Und ich glaube, dass Liechtenstein genau diese Vorteile bietet. Liechtenstein ist EWR-Mitglied. Einfach gesagt, hat Liechtenstein oder der Finanzplatz Liechtenstein die genau gleichen Regeln umzusetzen im Finanzbereich wie alle europäischen Finanzplätze. Die Kehrseite ist, dass Liechtenstein den Marktzugang in den europäischen Markt hat zwischen Schweiz und Liechtenstein. Und dann haben sie aber sehr viele Gemeinsamkeiten wie den Schweizer Franken, das stabile Umfeld und so weiter und so fort. Thema Digitalisierung. Im Kern steht natürlich immer die Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen, weil der Kunde im Fokus steht, jeder Dienstleistung der Banken. Das Thema Nachhaltigkeit, gerade auch mit dem Generationswechsel, werden Werte, sinnstiftende Anlagen immer wichtiger. Ich glaube generell, dass die Kundenansprüche, dass die Kunden viel, viel anspruchsvoller geworden sind in der Vergangenheit. Das geht von der Kostenoffenlegung bis aber hin auch zu der Performance-Ausweis und auch zu dem, wie will ich den Kontakt zu meiner Bank pflegen. Also Stichwort Anytime, Anywhere. Also ich will von überall auf der ganzen Welt will ich zu jeder Zeit Zugriff haben auf mein Portfolio. Also ich glaube, dass Liechtenstein in den letzten Jahren begonnen, seit 2008 einen tiefgreifenden Transformationsprozess durchgegangen ist. Wenn ich heute die Situation anschaue, dann stellen wir auch in Diskussionen mit Gesprächspartnern fest, dass sich als Resultat daraus die Reputation des Finanzplatzes maßgeblich verändert hat. Und ich glaube, heute gilt Liechtenstein mehr als Oase der Stabilität. Man ist aufgrund der Kleinheit des Landes schon viel näher aneinander, was einfach die Kommunikation und den Dialog viel, viel einfacher macht. Und ich glaube, das sind Standortfaktoren, das sind wirklich Rahmenbedingungen, die wir viel mehr nach außen tragen müssen, sodass sie bekannt werden und noch bekannter werden. Aber nach vorne schauend glaube ich, dass wir diesen Weg konsequent weitergehen müssen, weiter konsequent fortsetzen müssen. Und dann bin ich sehr zuversichtlich auch für die weitere Entwicklung des Finanzplatzes.